Hallo, lieber Network Marketer, hier ist Harald Psaridis, dein Network Marketing Coach. Schön, dass du wieder hier bist. Heute geht es um was ganz Besonderes. Wir waren ja gestern schon bei dem Thema, wie kontaktiere ich jemanden idealerweise. Ich habe gesagt, es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Menschen grundsätzlich kontaktieren kann. Mittels eines Teaser-Videos, mittels einer Broschüre, mittels eines Webinars, eines 3-Week-Calls oder einfach, was die meisten machen, mittels eines Anrufes oder mit der Technik, die ich gesagt habe, einer SMS ergänzend oder stattdessen. Natürlich auch im Live-Chat. Wenn du jemanden anrufst, und das machen doch noch die meisten Menschen, dann ist die Frage, rufe ich jetzt im warmen Markt oder im kalten Markt an? Und wir haben gestern ein bisschen über den warmen Markt gesprochen, wie einfach das ist, jemand zu sagen, komm, lieber Franz, lieber Thomas, lieber Susi, ich habe was ganz anderes kennengelernt, ich bin einfach unglaublich begeistert von der Geschichte und ich würde dir das gerne zeigen, mich interessiert einfach deine Meinung, mich interessiert, was du dazu sagst, was du davon hältst. So in etwa würde man mit einem Freund sprechen und so spricht man mit jemandem, den man gut kennt. Lass uns einfach zusammensetzen, ich möchte das zeigen. Sollte die Frage kommen, warum geht's da? Sag du, das ist jetzt viel zu viel, um dir das im Detail jetzt am Telefon zu erklären. Lass uns einfach treffen und dann zeige ich dir genau, worum es geht. Aber der Schlüssel ist natürlich etwas ganz anderes. Was passiert, wenn ich aus dem warmen Markt in den sogenannten kalten Markt komme? Das kann natürlich auch die Empfehlung sein, eines Kunden zum Beispiel, die Empfehlung eines Kollegen, eines anderen Networkers, die Empfehlung, die du von jemand aus der Familie bekommst. Das ist natürlich ideal, das ist fast wie der warme Markt. Oder es kann natürlich etwas, jemand sein, den du direkt kontaktiert hast, über Facebook kontaktiert hast, Xing, LinkedIn oder sonstige Social Media. So unterscheidet sich der Text natürlich ein bisschen. Je kälter, unter Anführungszeichen, der Kontakt, desto wichtiger ist es natürlich jetzt sehr professionell, unternehmerisch zu sprechen. Also die Einladung ist immer ganz besonders. Hallo, grüße Gott, Herr Huber, grüße Gott, Herr Meier, wie immer dann der Prospekt auch heißt. Mein Name ist Harald Psaridis, ich bin verantwortlich für den Personalbereich in unserem Unternehmen. Wir sind internationaler Konzern, jetzt wo auch immer dann in der Nahrungsergänzung, im Gesundheitsbereich, in einer Einkaufsgemeinschaft oder Ähnliches. Und wenn du dann das gesagt hast, dann kommt natürlich automatisch jetzt die Frage von jemand, ja, und warum geht es? Und sage, ja, so mein Anruf hat einen besonderen Grund. Erstens vorweg, schönen Gruß vom Empfehlungsgeber oder du stellst die Beziehung jetzt her, wo ich kennengelernt habe, wo ich zum ersten Mal kontaktiert habe. Wir haben uns ja kennengelernt. Und dann sagst du eben, wo ich eben kennengelernt habe als Idee. Und jetzt sagst du, der Grund ist heute Anruf ist ein ganz besonderer. Ich baue hier für ein internationales Unternehmen ein Nahrungsergänzungskonzern, etwas komplett Neues auf, oder ich baue jetzt für eine Internet-Marketing-Plattform, eine Einkaufsgemeinschaft, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, was immer es dann ist, hier das Unternehmen in den Vereinigten Staaten, in Europa, in Italien, in Österreich oder wo auch immer in Deutschland auf. Und ich habe an Sie gedacht, wir haben eine äußerst interessante Position zu besetzen, die ich demnächst in die öffentliche Ausschreibung geben möchte. Und beim Durcharbeiten vom Anfangsprofil sind Sie mir spontan eingefallen. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Sie überhaupt Interesse haben oder einer beruflichen Verbesserung ein Interesse haben, darf ich Ihnen eine Frage stellen. Das ist ein sehr, sehr professionelles Geschehen. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, wenn er sagt, ja, worum geht's denn genau? Sagt er, oder ich frage von selber, worum geht's denn? Dann sagst du, schauen Sie, was machen Sie denn jetzt beruflich, wenn du es nicht weißt, oder Sie sind ja jetzt verantwortlich in einem Lebensmittelunternehmen oder in einer Gastronomie oder was immer Sie machen, machen ja das. Soweit ich weiß, haben Sie sehr mit Menschen zu tun, ist das richtig, oder wenn eine Führungskraft ist, Sie führen ja Menschen, sagt er, ja, das ist nicht richtig. Nimmst du das, was er macht? Sind genau darum geht es. Es geht darum, wie Sie mit den bisherigen beruflichen Kenntnissen und Fähigkeiten eine deutliche finanzielle Verbesserung erzielen können, natürlich auch karrieremäßig, aber darüber möchte ich mit Ihnen persönlich plaudern. Das kann natürlich auch ganz anders sein, dass du sagst, wenn er sagt, worum geht es denn? Es geht darum, dass sie eine Möglichkeit besteht, bei insgesamt 15 Stunden Zeitaufwand im Durchschnitt etwa 3, 5, was immer dann bei dir möglich ist, 500 Euro, 1000 Euro, 1500 Euro dazu zu verdienen, wäre das grundsätzlich für interessant. Oder ich suche jemanden zu meiner persönlichen Unterstützung. Ich bin zuständig für den Marketingbereich, ich suche jemanden zu meiner persönlichen Unterstützung. Es geht darum, wie sie beim Zeitaufwand von etwa 15 Stunden sich 1500 Euro dazu verdienen können. Wäre das grundsätzlich für interessant? Hätten Sie gern mehr Informationen? Dann mache ich einen folgenden Vorschlag. Wir setzen uns einfach unverbindlich zusammen und ich zeige im Rahmen eines Gespräches dann, wie das genau funktioniert und ob das für Sie passen oder beziehungsweise für uns beide passen könnte. Natürlich kannst du es auch noch professioneller machen. Du kannst Interviewfragen stellen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist, ich wollte ein bisschen eine Anregung geben, ein paar Ideen, die du dann für dein Netzwerk speziell dann umbauen, einbauen und einsetzen kannst. Viel Freude dabei. Hier war Harald Psaridis, dein
Network Marketing Coach. Wir sehen uns morgen wieder und ja, freue dich. Morgen geht es wieder weiter mit dem Thema Kontakten und wir werden natürlich beginnen auch mit dem Einstieg, wie könnte professionell ein Präsentationsgespräch, ein 1:1-Gespräch aussehen. Bis dann, wir sehen uns.